Willkommen zurück, Freunde, bei The Witcher 2. So. Wir suchen jetzt den Trollkopf. Irgendeiner hat hier einen Kopf von einem Troll in seiner Hütte. Und da ist er doch schon. Da ist er doch schon. Geil. Gleich der die erste Kopf Hütte. Der Trollin. Gleich die erste Hütte und schon der Kopf der Trollin gefunden. Woher hast du diesen Schädel? Gekauft. Hab ein Vermögen dafür bezahlt, aber jetzt bin ich der Einzige in Bindegarn, der einen hat. Wer hat ihn dir verkauft? Dimitri. Sonst würde sich keiner trauen, einen Troll in seiner Höhle zu überfallen. Wo finde ich diesen Dimitri? Das weiß ich nicht. Abends triffst du aber sicher seine Kumpane in der Schenke. Okay, ich kaufe dir diesen Kopf ab. Ich möchte dir diesen Kopf abkaufen. Im Leben nicht. Daraus wird nichts. Der gehört mir. Ich zahle gut, sofern du nicht einen Tausch vorziehst. Dann lass uns lieber gleich würfeln. Natürlich nur, wenn du ein echter Gegner bist. Danke, du hast mir sehr geholfen. Würfeln. Dimitris Kunden. Okay. Okay, das ist geil. Das ist klasse. Also es war jetzt wirklich nicht, ich habe das echt nicht gewusst, dass der gleich in der ersten Hütte drin ist. Also nicht, dass ihr denkt, ich kann doch einfach klauen, oder? Nee, kann ich nicht. Okay, dann schauen wir mal in der Kneipe. Weil die Quest mit dem Troll möchte ich unbedingt noch machen. Problem mit dem Troll. Sprich in der Schenke, jetzt wird es mir auch angezeigt. Geil. Cool. Werden wir auf jeden Fall gleich mal machen. Ab in die Schenke. Wir können ja nachher zu dem Treffen gehen. So. Troll? Trollproblem? Schenke. Schenke. Der ist sei gegrüßt, ne? Oder ist der? Sei gegrüßt. Nee, da ist unten. Unten. Pass auf, hier irgendwo. Auf. Ist es der? Arbeitest du für Dimitri? Ja. Wer will das wissen? Ich komme hier langsam durcheinander. Wer schickt dich? Die Metze? Die Fistech-Brenner? Oder Loredo? Raus mit der Sprache! Ich hörte, ihr hättet einen Troll erlegt. Das geht dich ein Dreck an. Rede oder ich veranstalte hier ein zweites... Hast du je vom Schlechter von Blaviken gehört? Hat doch jeder. Angeblich kann er mit einem Hieb die Gedärme freilegen. Stimmt, das kann ich. Wenn du mir nicht sagst, wo Dimitri ist, dekoriere ich die Wände hier mit deinen Gedärmen. Immer mit der Ruhe. Rede. Dimitri hockt auf dem Friedhof hinter diesem stinkenden Nest. Siehst du, es geht doch, wenn du dich bemühst. Okay. In die Fresse. Da kommt ja mein Finde Vorbild. Dimitri. Ach, was? Ich bin Vorbild? Das ist nett. Das ist echt nett. So. Dimitri. Ich krieg dich, du Schwein. Du Trollmörder. Du dreckige. Toll, jetzt muss ich wieder hier hinter laufen, oder was? Schauen wir mal auf die Karte. Okay. Ich finde die Dimitri. Die Wachen, die pennen den ganzen Tag. Also hier könnte echt locker eine ganze Garnison einmarschieren. Nee, brauche ich mir nicht mal einer, das wird schon reichen. Nein. So. Ja. Pflanze. Nehmen wir mit. Wenn wir schon so penetrant dran vorbeilaufen. Und die natürlich auch. Ja, ich weiß, aber ich kenn's halt noch vom letzten Teil. Da war ich echt am Ende, kann man sagen. Weil ich keine Alchemie mehr hatte. Aber ich hab's trotzdem geschafft. Ja, ab und zu kriege auch ich mal was hin. So. Und cheaten tun wir nämlich gar nicht. Das ist doch langweilig. Nicht, dass mal einer wieder anfängt. Nimm doch mal einen Cheat oder sowas. Nee.
Hier wird nicht gecheatet. Zumindest mal nicht bei mir. Sag mal, wohin laufe ich denn eigentlich gerade? Nicht überhaupt richtig? Friedhof? Ich glaube, ich bin hier falsch. Ne? Also wieder runter. Vor lauter Reden habe ich jetzt den Weg irgendwie verpeilt. Naja, kann passieren. Die Gegend ist ja ganz nett, aber irgendwie auch sehr verkantet hier. Man weiß gar nicht, wo man hinlaufen muss. So, hier runter. Vielleicht hier nach rechts. Dann einmal hier hoch. Dann einmal hier rüber. Ah! Banditen, oder? Oh, fuck. Ich glaube, da müssen wir uns ein bisschen drauf vorbereiten. Ja, ein paar Fallen haben wir noch. Inventar. Was haben wir denn noch? Die Bombe können wir auch mal rüberziehen. Vielleicht brauchen wir die mal. Eine Falle haben wir noch. Und Tränke Schwalbe. Einmal bitte meditieren. Wir müssen noch mal ein bisschen Schwalbe herstellen. Uns geht's langsam aus. Krähe, was war das nochmal? Krähe, Schaden plus 10. Krähe. Dann gehört Schwertschaden. Von dem könnte man eigentlich ein bisschen was herstellen. Krähe. 4 Stück. Sämtliche Resistenzen. Falkas Blut. Von dem haben wir auch nichts mehr, gell? Stellen wir auch nochmal 3 her. Seht ihr, deswegen sammle ich viel Kräuter, dass ich nie irgendwie Mangel bekomme. Katze. Wir könnten auch mal ein bisschen, dann machen wir mal 7 Stück. Ein paar Rezepte kaufen. Weil irgendwie finde ich kaum was. Energieregeneration im Kampf. Schützt. Ah, ich kann von dem Zeug immer noch herstellen. Cool, wie viel? 10. Boah. Boah. Voll übertrieben. Plus 20.000% Resistenz. Tanzender Stern. Ah, das ist die Bombe. Drachentraum. Einäscherung. Oh, von dem können wir auch mal ein bisschen was bauen. Ja, dann haben wir mal ein paar Bomben. Alter, müssen so 4 Stück reichen. Perfekt. Dann nehmen wir gleich mal noch was ein. Für den Kampf. Schwalbe. Perfekt. Und unsere, achso. Halt. Wir sollten es auch nehmen, ne? So, und unsere Waffen werden wir noch kurz einschmieren. Sicher ist sicher, weil ich weiß jetzt nicht, was mich hier erwartet. Also ich war hier noch nicht. Nicht, dass ihr denkt, ich tue mich da immer vorbereiten, weil ich weiß, was auf mich zukommt. Im Gegenteil, ich weiß es eben nicht. Deswegen tue ich es auch. Ups, falsche Taste. Inventar. So, und dann nehmen wir die Bombe hier auch noch rein. Und Aufwertung. Schaden plus 10%. Bluten plus 30%. Gift. Schaden gegen Menschen plus 20%. Kann man hier draufziehen. Ja. Rune haben wir sogar noch. Na ja, komm, die können wir eigentlich auch mal hier draufziehen. Von denen haben wir 3 Stück. So. Okay. Okay, ich würde sagen, wir gehen in den Kampf. Falls es einen Kampf gibt, ich weiß es ja noch nicht. Loredo, merkt doch, dass das ein stinknormaler Elf ist und kein Eichhörnchen. Einen Scheiß merkt er. Hat der hier spitze Ohren? Hat er. Wir packen ihn noch in grüne Lumpen, dann rückt Loredo den 100er raus. Malena kassiert angeblich noch mehr. Mit Wärtern macht man mehr Kohle als mit Elfen. Kein Wort mehr über diese Schlampe, verstanden? Verräterin, bald rechne ich mit dem Luder ab. Du hast sie eben nicht richtig besorgt. Kannst ihr ja nicht vorwerfen, dass sie Ansprüche stellt. Und der starre Kerl da auf dem Boden ist wer? Der neue Untermieter unseres Eichhörnchens. Irgendein Spitzel aus Vysima. Loredo wollte ihn loswerden, da trifft sich's, dass noch Platz auf dem Friedhof frei ist. Sieht nicht aus wie ein Spitzel. Tun sie nie, wenn sie kalt sind. Los, durchsuchen wir ihn, ehe er in der Erde landet. Bist du Dimitri? Warum willst du das wissen, Arschnase? Weil ich schöne Grüße vom Troll bestellen soll. Keine Zeugen. Bringt ihn um. Oh, fuck.
Oh! Ja, klar, und ich krieg kleine gedonnert. Ist klar, ne? Okay. Zieh das Schwert wieder raus, komm. Alter Schwede, Mann. Echt gleich eine geballert, ey. Gott zum Gruße! Warum ist denn hier der Platz hier so blöd? Ne? Ah! Ich komm. Falle. Ey, so löst die nicht aus. Machen wir nochmal eine. Au! Hey, dem ist gar nichts passiert. Dimitri, jetzt hau ich dich um. Wichser. Ah, komm. Stirb doch, du Drecksack. Jetzt hab ich dich. Ah, komm, der auch noch. Jawohl. Bisschen habe ich was abgekriegt. Eine Falle hat nicht ausgelöst. Die andere Falle war irgendwie ein Scheiß. So, Schlüssel zum Banditenversteck. Solides Langschwert. Dimitris Freibrief nehmen. Interessant. Holzklotz, Pechdraht. Okay, jetzt sammeln wir noch ein bisschen hier was ein. Bericht für Taylor. Unsere nicht ausgelöste. Na komm. Ich kann sie nicht einsammeln. Okay. Dann nehmen wir sie halt nicht mehr mit. So, hier gibt es noch mehr zu holen. Strickleiter. Toll. Crap. Falle aufheben. Okay. Gibt es hier noch was? Wenn wir schon mal hier sind, dann schauen wir uns noch ein bisschen um. Nö, nicht wirklich. Ja, ein paar Kräuter noch, aber sonst gibt es nichts mehr. Ach ja, jetzt komm, kannst du den Zahnstocher mal wegstecken. So. Jetzt können wir eigentlich zum Troll gehen und ihm die Nachricht überbringen, dass wir seinen Mörder gestellt haben. Ah, dann wäre der Auftrag auch mal erledigt. Geil. Richtig cool. Den wollte ich unbedingt noch machen mit dem Troll. So. Na, wo ist er denn, mein Freund? Irgendwo da unten, ne? Da. Genau. Können wir auch nachher mal das Zeug durchlesen. Was haben wir denn jetzt eigentlich da alles gekriegt? Bericht. Rapport an die thermische Spezialverbände. Ich weiß nicht, wer der größere Lügner ist. Loredo oder sein Verwandter Merse, der nach einem Skandal. Nichts Interessantes für uns. Freibrief an alle Einheiten. Was? An alle Einheiten, Führer und Offiziere. Dimitri, der Inhaber dieses Dokuments, handelt im Auftrag von Kommandant Bernard. Loredo ist in keiner Weise zu behindern. Bla 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 bla. Okay, naja. Auch nichts Besonderes. So, Troll. Hallo. Schnaps her, Zwerg! Der Schnaps hat dir schon die Sicht vernebelt. Du kommst zurück? Warum? Ich hab die Mörder deiner Frau. Ich hab's mal das. Nee, sterben lassen tun wir nicht. Ich habe die Mörder deiner Frau bestraft. Weib mein. Geh auf den Friedhof und sieh nach, was von ihnen übrig ist. Finde ich. Wirst du denn jetzt die Brücke ausbessern? Bessere ich. Aber deine Hände dürfen nicht mehr zittern. Kein Schnaps mehr. Gedanken jetzt friedlich. Na also, geht doch. Ey, wir kriegen sogar noch einen Lohn. Das ist natürlich auch cool, ne? Ha, Zahltag. Ja. Muss ich auch gelohnt haben. Ich habe auch einige Tränke und so gebraucht. Das kostet alles Geld, ne? Ha. Da ist jetzt ein anständiger Zahltag kein Fehler, ne? So. Also jetzt bastelt der da an der Brücke rum, damit man da drüber kann wieder, oder wie? Habe ich das jetzt richtig verstanden, oder? So. Flotsam. Zahltag. Wo ist denn der Arsch nochmal? War der hier im Außenlager? Ja. Da ist er irgendwo. Hexer, warum bleibst du nicht hier immer bei uns? Ja, ich habe keine Lust, bei euch zu bleiben. Ganz einfach. So.
müssen wir uns... Wieso hat er zwei Schwerter? Hier unseren Lohn... Verliert er sie so oft? Abholen. Wo ist er denn? Da. Du schuldest mir 200 Orens. 100 bekommst du. Du Drecksack. Du Dieb. Da hast du die 200 Orens. Erstick dran. Ich bin halt ein guter Einschüchterer. Ne? Level aufgestiegen. Ich habe den Troll verschont. Ich habe den Troll verschont. So ist es gut. So, ein gut bezahlter Auftrag. Und andere Aufträge? Gut bezahlte? Ihr habt den Kairan erlegt und wollt noch mehr? Einen größeren Auftrag bekommt ihr hier nicht. Da haben wir die ganzen nebensächlichen Aufträge erfüllt. Geil. Wieso hat er zwei Jetzt können wir noch kurz meditieren. Charakter. Stufe 11, ein Talentpunkt. Ist er jetzt endlich mal freigeschalten, oder? Ah, wir dürfen jetzt, ne? Cool. Ey, was gibt's da jetzt alles so? Magie? Ey, klasse, wir dürfen jetzt hier auch ein bisschen leveln. Schaden, verstärktes Angstsein, Vitalität, plus 20%. Schaden, plus 20%. Aha. Was ist hier noch so? Erntearbeiter. Menge der gewonnenen Alchemisten Zutaten, plus 50%. Boah, nächstes Level. Vitalität, plus 20. Synthese. Bombenschaden plus 30, Fallenschaden. Cool, also wir können jetzt hier auch ein bisschen rangehen. Angriffen hinter nicht länger 200... Was? Oh, 200% Schaden, das ist richtig. Das muss unbedingt aufhören. 200%, ey. Boah. Okay. Das ist gut. Gut verteilt. Weil das ist wichtig, weil ich krieg immer von hinten ein paar rein. So, Freunde, dann sage ich mal Dankeschön, dass ihr dabei wart. Mal wieder hier bei der Witcher. Und wir sehen uns im nächsten Part. Bleibt dran. Dann geht's richtig ab, weil dann kümmern wir uns um die komischen Elfen.